As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und ein erneutes Willkommen hier auf Gaming zur weiteren Folge unseres Durchgangs von Mark of the Ninja. Mein Name ist Martin. Und wir schauen, was uns hinter Tor Nummer 1 und Tor Nummer 2 begegnet. Wenn man so will. Genau genommen umgehen wir sie einfach. So viel dazu. Wir befinden uns in einem neuen Raum. Oh, wunderbare grüne Gase. Ist das ein Hirschgeweih? Erreiche das Ende. Ohne irgendeinen. Da habe ich mich doch wieder ablenken lassen. Come out, come out, little ninja. There's the man who led the assault against the clan. Now he's the only thing standing between us and Karajan. How quickly the serpent has become the mouse. Kommst du hier rein? Kriege ich dich auf diese Weise? Oh, fuck it. Ja, dann bring mich um. So. Ich hatte Sorge, dass er hier jetzt gleich reinkommt und... Da kommt... Oder kommt er nicht? Ja, will er oder will er nicht? Was ist da los? Da bin ich in Panik weggerannt. Mal wieder. Der Typ, ey. Wenn der hier jetzt reinkommt. Okay, er hebt da auch das Licht hoch. Falsche Taste gedrückt. Wir warten noch einmal und dann schnappe ich ihn mir gleich. Idealerweise haben wir es gleich erledigt. Das Getrommle macht mir Mut. Da sehe ich das, was läuft. Da läuft was, da läuft was. Und er steht, und er steht. Und er läuft. Und er steht schon wieder. Warum leuchtest du mit deiner Taschenlampe dorthin, wo das Licht ist? Erklär mir mal den Sinn. So, lauf, 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 lauf. Ja, ja, ja. Ich kann ihn gar nicht killen. Ich kann ihn nicht killen. Jetzt dachte ich schon, ich hätte hier die Sache geschickt, schnell gelöst und dann sowas. Unmöglich, Leute. Unmöglich, unmöglich. Und doch war. Also gut. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, da kann ich mich festhalten, da oben. Ich habe natürlich das Ding mit den Lichtern erreicht. Das heißt, ich könnte die Lampe, wenn möglich, kaputt machen. Bin mir noch nicht sicher, steht da etwas? Einzige Weg, okay. Danger High Voltage. Okay, da kann ich mich wohl nicht dranhängen. Was mache ich denn jetzt? Hier hochklettern? Von dort komme ich doch unmöglich dorthin. Das Licht kann ich nicht kaputt machen. Die Scharfschützen knallen mich gleich ab, wenn sie mich entdecken, und der Typ hier, den kann ich irgendwie nicht killen. Mit einem One-Hit.
springen wir einfach. Ah, hier ist ein Schacht. Das habe ich nicht gesehen. So viel dazu. Sieht man aber auch nicht auf der Karte, oder? Oder soll das hier der Balken sein? Dann habe ich das missverstanden. Kriege ich den da oben? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde erstmal den Typen hier erledigen, bevor der mir noch Probleme macht. Nein, du sollst den Typen nehmen. Jetzt habe ich in meiner Reaktion nicht darauf geachtet, was der Hebel bewirkt hat. Okay, gehen wir mal da hoch. Können wir nicht. Da hoch. Hänge ich mich doch einfach ran, warum nicht gleich so? Kelly seems to think you'll face him like a glorious samurai. Guess he doesn't know much about ninja. That's right. Das gleiche Spiel nochmal von anderer Seite. Können wir dich verstecken? Können wir nicht. Gut, wahrscheinlich tue ich mit den Hebeln, mit den Schaltern hier den Strom da ausschalten. Okay. Oh Mann, ey. I'm here. Stürzt das dann alles? Nein, das sind die Generatoren. Du auch. Oh Junge. Hat ja doch ganz gut geklappt. Hier eine Errungenschaft der Söldner. It looks like Karajan got a reprieve. And so did you. Okay, da bin ich doch schon mal deutlich zufriedener als zuvor. Ich dachte hier schon, da steht 19, dabei ist das ein Schrägstrich. Dass das hier klappt, na, da war ich auch nicht wirklich zuversichtlich. Ich erinnere nur an die Stachelmine. Nichtsdestotrotz, weiter zum nächsten Spiel. 11 Punkte haben wir. Und wir können wählen zwischen einer ganzen Menge neuen Sachen, die da wären. Ein kurzer Schatten. Erledige durch Drücken von Linksklick ahnungslose Feinde aus deinem Versteck heraus. Was genau heißt das? Halte C und drücke, um in Feinde zu rutschen und was sie von den Füßen holt. Ein Gleitkick. Okay. Das kennen wir. Visiere eine Stange an, während du eine leichte
eine Leiche festhältst und drücke, um die Leiche dran zu hängen. Das wäre interessant. Für 3 Punkte. Verbesserte Ablenkungsfackel. Das sind diese Knallkörper. Nein, das sind die Knallkörper. Habe ich sowas schon mal benutzt? Mit einem Spezialzünder können die Leuchtfackeln in der Ferne gezündet werden. Drücke Q, um sie nach dem Wurf zu aktivieren. Okay, ist im Grunde das gleiche wie hier. Enthält ein Entstickungsgas, das in der Nähe stehende Feinde außer Gefecht setzt, wenn sie keine Gasmasken tragen. Okay. Die keinen Lärm verursachen, wenn sie auf dem Boden aufschlagen. Okay. Und Krähenfüße. Ich dachte, das wären Ninja-Sterne. Wenn sie ausgeworfen wurden, dringen sie tief in die Füße von jedem ein, der drauf tritt. Okay. Wir haben 11 Punkte, das sind 4, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 6, 6. Das ist das Töten durch die Tür und das hier aus dem Versteck heraus. Das hier finde ich ja ganz sympathisch. Das hier brauche ich eigentlich nicht wirklich, wenn ich das hier schon habe und wenn ich ohnehin nur, wie mein Eindruck zumindest ist, zufällig auswählen kann, was ich da an Ausrüstungsgegenständen nutze. 5 plus 6 sind 11, dann würde das genau aufgehen. Dann würde ich das hier nehmen und den hier. Oder den. Nochmal 5. Ist natürlich auch interessant. Okay, das mit der Tür ist jetzt. Dann gucken wir, dass wir sie schneller öffnen können. Die Typen hier aufhängen und sie von der Ferne erledigen können. Das ist doch nicht schlecht. Was haben wir hier? 4. Minus 4. Warum ist das rot? Verbessern. Nicht genug Ehre. Okay. Fertig. Wir nehmen natürlich die Maske. Hier, jetzt kann ich halt den Rest nicht nutzen, ne? So viel dazu. Leute, das ist ärgerlich. Da fühle ich mich leicht verarscht. How are you holding up? The symptoms are subtle at first. You feel agitated, unusually aggressive. They say it can drive you mad, but I'm not so sure. I've never seen anyone live long enough to find out. I had to beg Azai for more ink. It isn't even fresh. It's clumpy. Feel that? Sorry. This is unacceptable. If Azai can't straighten this out, well, I'll go to the source and take care of it myself. We've tracked the Count to a stronghold in Eastern Europe. He may be cornered, but be careful. He's sitting on a stockpile of weapons with his best troops surrounded. Der Stadtrand. Der Sturm wütet weiter. This is your final mission. Stay sharp. This is the one they'll remember you by. Kann ich davon ausgehen, dass das Spiel danach dann schon um ist? Tja, dann ist es wohl möglicherweise schon unsere finale Mission. Dann wollen wir mal. Da ist schon der erste. Halt, Moment. Wir erinnern uns. Erst einmal die Sache klären. 29.000 Punkte brauchen wir. Töte geräuschlos alle Wachen in den Katakomben. Das ist doch mal ein schicker Auftrag. Schleich dich unentdeckt in die Festung. Locke eine Wache mit einem Toten an und töte sie geräuschlos. Okay, also unentdeckt bleiben. Im Grunde genau das gleiche wie hier. Und das anlocken. Wobei ich mir denke, dass das nicht die finale Mission ist.
Dafür ist einfach noch viel zu viel freizuschalten. Da geht es hoch. Wie weit hoch kommen wir denn? Nicht sehr. Nein, 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 nein. Genau so. Okay, da ist eine Tür. Das war Töte alle. Alles klar. Okay, das ist deutlich schneller. Das habe ich so jetzt nicht erwartet. Dass das so krass ist. Ich meine, das ist ja mehr als doppelt so schnell. Also, das ist schon ein Fortschritt. Da hätte ich vielleicht früher investieren können. Those flashes of lightning could give the guards a chance to spot you. Ach was. Okay. Ein, wie ich finde, interessant eingefügtes Problem, das mir hier an den Hals gelegt wird. Ah, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob da oben eventuell noch einer irgendwie steht, der mich dann jetzt gerade doch nicht gehört hat. Leute, sonst. Ich behalte meine Meinung für mich. Ich möchte jetzt gerne da hoch. Vielen Dank. Alles klar. Da haben wir jetzt natürlich einen Gegner. Den gilt es zu erledigen. Danke. Immer noch nicht versagt. Das ist gut. Stand da was von Lichtern? Geräuschlos töten, unentdeckt bleiben. Die Sache mit den Toten. Also kann ich die Lichter zerstören. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Ich war noch darauf programmiert, die Lichter nicht anzurühren. Das ist natürlich nicht so schlau. Oha. Gehen wir mal lieber hier lang. Wunderbar, wunderbar. Bisher läuft das ja ganz okay, mit Ausnahme von dem da unten gerade. Aber da kann man ja drüber hinwechseln. Muss ich jetzt natürlich aufpassen, bei so einem Blitz bin ich jetzt komplett sichtbar. Okay, das bist du. Ja, bitte. Ich erlaube mich hier mal kurz noch hinzuschauen. Gehe aber davon aus, dass da nichts ist. Okay. Okay. So, wie sieht's aus? Your new mark has heightened your senses. Concentrate, and you can sense everything around you, even through the walls. Drücke 4. Halte Q. Alles klar. Ist das auf Zeit? Nein, ist es nicht. So wie zum Thema Tattoo, das ist ja schon ziemlich cool. Ich sag mal so. Ich denke mir, in manchen Spielen ist es ja ein Gimmick, eine Fähigkeit,
die in gewisser Weise die Schwierigkeit des Spiels rausnimmt. Die vieles viel zu einfach macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier nicht der Fall ist. Dann haben wir den hier, den da und den da. Be careful. Pulling the wrong lever could cost you your life. Ach so. Ja, ist klar, ne? Ich nehme den mittleren. Gut. Ich habe gedacht, der macht das Licht aus. Dabei ist es der Sensor. Da war es ja klar. So, dann laufen wir hier mal ein bisschen zu. Eine Truhe. Möchtest du noch was sagen? Oder habe ich die Wahl zwischen zwei Sachen? Look at this. It's new gear for Karajan's troops. They can't even fight without these toys to protect them. Ich könnte von diesen Toys Gebrauch machen. Spielen macht Spaß, wie wir wissen. Okay, wenn ihr es nötig habt. So. Ich muss natürlich erst die entsprechende Sache ausrüsten. Jetzt probieren wir das doch einfach mal aus. Okay. Wir gehen weiter. Ich gehe voraus. Gut. How are we gonna get through there? Schleich dich durch das Tor. Schleich dich unentdeckt in die Festung. Optionales Ziel. Okay. Wie war das mit den Toten hier? Geräuschlos alle? Nee, Moment. Locke eine Wache mit einem Toten an und töte sie geräuschlos. Wie soll ich die denn anlocken? Das konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Alles klar. Kann ich das von hier oben auch machen? Ja. Oh, ich habe die Blitze gerade eben vergessen, stelle ich fest. Da oben könnte es sich unter Umständen anbieten, einen Toten zu nutzen, um den anderen anzulocken. Ich weiß nicht, noch nicht so richtig wie. Weil der Tote liegt ja einfach nur rum. Da müsste er eigentlich erst hingehen, aber zählt das schon als Anlocken? Er geht ja von sich hin, von sich aus hin. Werden wir es gleich feststellen. Was sagt denn die Karte? Es geht einmal so rum. Also ich habe die Möglichkeit hier direkt hoch zu gehen oder den Umweg. Wir wählen den Umweg. Ach ja, genau. Erst ausrüsten, dann nutzen. That got the door open. Das ist halt die Frage. Locke ich ihn damit an? Oder löst der Alarm aus? Oder muss ich warten, wie ich mit diesem nicht entdeckt werden, wie dieses optionale Ziel es gerade bekomme? Ah. Ganz vergessen, dass es ja geht. Das Level gefällt mir doch gerade sehr gut, das läuft schön vor sich hin.
so viel dazu. Fuck. Scheiße. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Und jetzt sowas. Och Mann. Oh Mann. Ja, dann machen wir es jetzt auch so. So. Kurzer Prozess. Aber jetzt nicht lange rum. Das optionale Ziel ist eh flöten gegangen. So kurz vor Ende. Schatten huschen, die Brüstungen hoch. So kurz vor Ende. Und dann das. So, okay. Geh hoch. So, und da hätten wir auch schon einen Checkpoint. Das trifft sich nämlich sehr gut. Wir sind nämlich kurz vor Ende der Aufnahme. Nutzen wir doch nochmal unsere neue Fähigkeit. Festzustellen, dass wir da nicht hochkommen, dass da auch nichts ist. Finde einen Weg in die Festung. Das ist jetzt ein neues Ziel, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schlussstrich und sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Game Inc. Mark of the Ninja, und hoffen, dass es das nächste Mal besser läuft. Also diese Aufnahmesession hier, die war ja nicht sehr zufriedenstellend. Aber gut, kommt Zeit, kommt Rat. Bis dann.